Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Tales of Hearts Air. Ich bin es, euer Dems Muffix. Beim letzten Mal sind wir endlich hier aus der Stadt Strage rausgekommen, haben unsere Freunde hier gerettet, die Kristallhinter inklusive Charles Sedoni, und sind nun hier wieder auf unserem ursprünglichen Reiseweg. Wir wollen ja in die Heimat von Hisui und Quarko gehen, um dort den Speederstein zu holen, mit dem wir hoffentlich die Basis hier von Creed Mystique angreifen können. Dort müssen wir jetzt erstmal hinfahren und deswegen... Ei, ei, so, los nach Makazar. Okay, Aqua. Oh mein Gott, wir fahren schon wieder mit ihrem Boot. Der arme Hisui muss sich schon wieder übergeben, dann erstmal ein paar Stündchen. Aber egal. So, jetzt fahren wir endlich mal in eine ganz neue Location. Wir hatten ja auch eine Weile lang jetzt keine neuen Locations mehr. Jetzt fahren wir ganz woanders hin, ganz an Norden der Welt, Leute. Oh, die Weltmap ist schon echt riesig. Schauen wir mal, wo wir da hinfahren. Ganz da nach unten. Okay. Also ich... Ah, okay, da ist jetzt ein bisschen Land. Oh, jetzt wollen wir auf der anderen Seite wieder raus. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Ich muss echt sagen, ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. So, schauen wir mal. Gehen wir jetzt einfach da ganz oben hin. Ganz am Anfang, wo das Spiel begonnen hat. Da ist doch Seeweiler da oben. Das Eis. Okay, jetzt sind wir hier am Nordpol, oder? Cool. Okay. Ah! Auf einmal wird es eiskalt dunkel. Okay, Leute, hier sind wir wirklich am Nordpol. In eine Schneeparadies sind wir wohl reingestürmt. Der Makazar Nordhafen. Der sieht... Oh, oh, hier sieht man es auch. Oh, der sieht so süß aus. Ja, unsere Stadt ist noch weit entfernt. Oh. Hä? Das ist... 南東の雷鳴山を越える。この時期に冗談だろ。ああ、いたたたたたたた。僕、急に持病の尺が。うるせえよ。さっさと行くぞ。ほら。誰か止めて。今、ひそいはきっと正気じゃないんだよ。 ベリルがそんなに嫌がるような場所を通るの? うん。行ってみればわかるよ。 前から思ってたけど、 翡翠のゴーグルってかっこいいよな。 アトミナ社のゴーグルか。 いいものを使ってるわね。 旅に出たばかりの頃にちょいと無理して買ったんだ。 私は無駄遣いだって怒ったんだけどね。やっぱ俺って本物志向だからな。このゴーグル最高だろ。やっぱりいいものを持たなきゃね。お、たまにはいいこと言うじゃねえか。男はそれなりのもんを身につけないとな。いいなアトミナのゴーグル。よし、 俺も買おう。真似すんじゃねえよ。てめえなんか鼻眼鏡で十分だ。鼻眼鏡なんかで十分なわけないだろ。この野郎、鼻眼鏡がいらねえぐらいでかっぱなにしてやるぜ。やっぱり男は身につけているものより中身よね。 Okay, zu den Bergen müssen wir jetzt hier. Ich kann mir schon ungefähr so vorstellen, was uns da erwartet. Nein, 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 will ich gar nicht wissen. Nein, 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 will ich gar nicht wissen. Irgendwas merkwürdig. Nein, 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 nein. Keine Ahnung, was? Okay, warte, lese ich nochmal kurz durch. Wenn der willst du an Tasten drücken und dann schwitzen kommen? Ja, in Ordnung, los geht's. Wenn du mindestens 30 mal X... Das waren noch mindestens 100.000 Mal kommen. Das waren 36. Bam! So, schneller Drücker. Ja, kein Problem. Oh, der Master einfach. So, erstmal hier schöne Achievement Gold. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was ihr hier meint. Ich bin ja hier Bayern. Ich weiß nicht, was ihr mit meint. Können wir den kaputt schießen? Oh, das wäre so cool, wenn wir ihn zum Schmelzen bringen könnten. ich schätze mal, ein verschneiter Berg im Winter. Jo, das wird lustig. Ich freue mich schon, von der ersten Lawine erfasst zu werden. Das wird lustig. So, wo sind wir denn jetzt hier? Also echt am Norden, Leute. Ganz am Norden.
Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Egal, marschieren wir einfach mal so gut gelaunt, einfach mal irgendwo ins Nirgendwo. So, zack, zack, zack. So, Schneegebiete. Ich muss immer denken, was waren Schneegebiete in anderen Tales Games? Dann kann ich mich immer orientieren, ob das etwas Gutes oder ob das was Schlechtes ist. Okay, wir hatten Tales of Celia, da hatten wir Kanballer. Oh, das war eine schlimme Sache. In Tales of Graces gab es auch ein Schneegebiet. Und was war da nochmal das Schneegebiet? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch. Ich weiß es nicht mehr. Ach doch, da waren diese merkwürdigen. Ach egal, ich bin noch nicht zu Tales of Graces, bin ich noch nicht so viel zu sagen. Es gab auch ein Schneegebiet, das war auch nicht gut. Und dann hatten wir Tales of Symphonia, wo wir gefangen genommen worden sind in einer Basis von den Rebellen. Ach Leute, ich darf nicht zu viel über Tales-Spiele nachdenken, das macht mir nur der Fantasie. Weil dann weiß ich, dass irgendwas Schlimmes auf uns zukommen wird, Leute. Es wird irgendwas ganz Schlimmes auf uns zukommen. Ich meine, die Standard-Xerome machen mich ja schon alle. Weg da! So, eine kurze Sache. Gemäßigt, okay. Nur zu sicher. Immer zu sicher nachschauen. Nicht, dass wir dann beim nächsten harten Fight dann dastehen und dann der scheiße Doni keine TP mehr hat. So. Ach, süß. Ich liebe Izui, Leute. Ey, ganz ehrlich, wenn sich Izui und Core wirklich mal ganz gut verstehen würden, das wäre ja langweilig. Komm, mein Gott, Leute, 80% vom Humor geht davon aus, dass die sich die ganze Zeit fetzen. So, okay. Hier ist nichts. Es macht sogar mal Sinn, dass der Bildschirm so zerspringt immer, weil es ist ja hier Eis und so. Und ja, der war schlecht. Egal. So, darf ich bitte angreifen? Oh, Charles Rauni, auch schon hier seine Master-Attacken drauf. So, Charles Rauni, komm, wir machen jetzt hier Kombi-Artis. Wir machen jetzt Kombi-Artis, sagte ich. Charles Rauni, bitte machen wir doch Kombi-Artis. Warum bist du immer gegen mich? Mag die auch nicht, Charles. Du bist eigentlich auch voll fies. So, 8000 Leben, das verdammte Vieh. Ah, warum muss eigentlich jeder gegen auf einmal immer viel Leben haben? Ah. Komm, du riesige Schildkröten-Monster-Vieh. Zack. Weg. Wie viel Erfahrung geben zwei von denen? 1600. Ja, ist echt wenig. Muss man echt sagen. Es sind 1600 und dafür, dass sie 8000 Leben haben. Das ist das, was ungefähr drei andere Gegner zusammen haben. So, wartet. Hier ist ja irgendein Ort. Hä? Da ist nichts. Das ist Eis. So, ich fliehe da jetzt. Gerade habe ich keinen Bock, weil ich wollte kurz mal schauen. Ich hasse, wenn man so Encounter hat, dann kommt eine Sekunde später der nächste Encounter. Sowas hasse ich. So. Hä? Hey? Ach so, auf der anderen Seite. So, okay. Geh mal doch mal da lang. Ich muss echt sagen, ich habe nicht die geringste Ahnung, wo ich lang muss. Ich nehme einfach mal einen heiligen Trank, auch wenn der natürlich mal wieder keine Wirkung vernünftig haben wird. Ich nehme sogar mal einen hochheiligen Trank. Aber ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Ich will nur kurz mal ungefähr wissen, in welche Richtung ich muss. Ob ich nach rechts oder ob ich nach links muss. Ich weiß es echt nicht. So. Da. Hä? Wo ist man jetzt? Bremberg. Da müssen wir in den Bremberg und finden, dass ich von Markus sage. Ja, wo ist Südosten? Boah, Leute, wenn mir eine Person noch einmal mit einer Info gibt, die einfach nur, wir müssen nach Südosten, wir müssen nach Norden gehen. Also irgendeiner, irgendwie so, sowas, das, hasse ich. Was ist denn das? Ist das Seeweiler? Oder ist das einfach irgendeine verlassene Hütte? Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich finde, jetzt sind wir irgendwie bei dem monsterstarken Gegner. Was? Hey, der macht mir 314 Schaden. Alter, Leute, wir sind ja echt bei den monsterstarken Gegnern. So. So, immer schön aufpassen. Ich hab doch gekontert, Mann! Ich? Oh, verdammt nochmal gekontert! Haben alle genau gesehen. Leute, die Gegner sind hier saumäßig stark. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Und das nervt mich gerade hier echt richtig. Sag doch nicht immer einfach hier. Sag doch einfach, ja, du musst nach links anbiegen. Und nicht immer nur in Himmelsrichtungen. Oh, diese Wasser. Abgrund die Fasse. So. Gehen wir einfach mal da in die Hütte. Was da auch immer sein mag. So. Ein Haus. Cool. Und was gibt's in dem Haus? Einen Speicherpunkt. Und eine Kiste mit einer Namco-Münze.
Es ist echt schlimm, Leute, wenn man keine Ahnung hat, wo man lang muss. Ich weiß nicht mal, links, rechts, oben, unten. Ich weiß nicht mal, wo muss ich denn? Bitte nur ein paar Infos. Jetzt bin ich doch auf dem Weg nach Seeweiler, oder? Oder warte mal. Ich glaube, ich bin hier sogar... Ey, wenn das der Bremberg ist, dann bin ich so gut, Leute.何かこれより雷鳴山ブレーメ。瞬間万丈の峰と奈落仙人の谷が連なりし天下の剣。無量の豪雨が体を溶かし、無常の雷撃が命を焼き尽くす人外魔境の地なり。越えられるは万人に一人。旅人よ、その身を厭え。引き返すなら今。つまり、命の保証はできないから帰れってことが。 危なそうなところには思えないけどね。ほら、この石碑を見てよ。1年で364人が落雷で亡くなったって書いてあるだろ。そのほとんどがこの時期に亡くなるんだよ。でも今日は大丈夫だよ。ほら、天気だってこんなにいいし。時間がありません。天気が持っているうちに 一気に越えましょう。山をなめるなよ。山の天気は乙女心より変わりやすいんだぞ。ほらほら、僕の言った通りだろ。走馬使いが雷なんかにビビんじゃねえ。行くぞ。 Achso, jetzt habe ich es erst richtig gelesen, das ist der Bremenberg. Ja, Bremen, das ist einfach eine schlimme Gegend, dagegen kann man nicht sagen. Da kann man schon vom Blitz getroffen wird. Der Bremenberg, das gefällt mir. So, ich werde hier wurde Werder Bremen geboren, an so einem schlimmen Ort. So, schauen wir, was die Gegner hier so drauf haben. Ey Leute, ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich hier irgendwie doch zum richtigen Ort gekommen bin. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass ich hier irgendwie heil ankomme. So, die Gegner sind saumäßig stark. Machen saumäßig viel Schaden. Das ist immer eine super Kombination. Kann man nichts dagegen sagen. So, bam. Bam. Zack, zack, zack. Und zack. Und jetzt. Und bam. Ey, Leute. Wie viel Leben diese Viecher auch haben. Schauen wir mal. 5000, 8000. Ach, Leute. Ich vermisse meine guten Gegner, die so 2000 Leben maximal haben. So, aber wir halten immer so viel Geld. 7500 Galt. Ja, damit können wir uns ein paar Apfelgummis kaufen, denke ich mal. So, schauen wir mal. Was gibt's hier so schön? So, da leben die Bremer Stadtmusikanten. Oder? Oder? Hallo, mein Freund. Ich habe mich von dem Blitz hierher geflüchtet. Aber die Monster da draußen auf dem Berg sind ebenso schlimm. Mit ihrem schwächen Angriff sind sie erbarmungslos. Wenn man geschwächt ist, schwinden langsam die TP. Je höher die maximale TP, desto mehr TP verschwinden. Wenn man also nicht aufpasst, kann man total unfähig gemacht werden. Dennoch holt man sich rechtzeitig und das Beste ist, einfach wegzurennen und Treffer zu vermeiden. Hier, ich gebe euch das hier. Wir müssen in Zeiten wie diesen aufeinander aufpassen, nicht wahr? Entschuldigung, so. Oh, nicht so, nicht sowas. Ich hasse es, Leute. TP, die abgesaugt werden. Das sind die furchtbarsten, schlimmsten, unfairsten Gegner, die es gibt. Und wir haben einen Schwächungstrank. Ja, kein Problem. Ja, ich habe das Gefühl, das wird kein lustiger Dungeon. Ich habe das Gefühl, das wird ein sehr, sehr schlimmer Dungeon. Also Leute, ich sage euch schon mal, wie es laufen wird. Oh nein, ich werde die gar nicht machen. Jetzt, ja, geh auf die. Leute, ich weiß schon, wie es laufen wird. Es wird so laufen, dass in jedem verdammten Fight diese Viecher immer schön auf Hisui gehen. Hisui dann da machen, dass er die ganze Zeit TP verliert. Und weil Hisui die ganze Zeit TP verliert, kann uns dann nicht heilen. Genauso wird es laufen, Leute, genauso. Und dieser hässliche Grizzlybär soll mich mal in Ruhe lassen. So. 6800, Mann, Leute. Ja, seht ihr das? Warte, hat es... Ja, Hisui! Nee, warte, er bekommt... Achso, er bekommt welche dazu. Ja, wir haben ihm ja diesen Ring gegeben. Das wäre ja schon echt geil gewesen. Wenn es jetzt echt schon so wäre. Zack, 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 zack. Und zack. Und weg mit dir, Grizzly Bear. So, Chastidoni macht wieder sein Mörder-Ultra-Super-Kombi. Und du bist jetzt auch weg. So, 2600 Erfahrung. Oh, wir müssen Soma-Punkte verteilen. Soma-Punkte. Wir brauchen das Leben.
Ich gehe nur noch auf Leben, wirklich, gerade mal. So. Ne, ich habe ja noch 12 Punkte. So. Alles auf Leben, alles andere ist mir wurscht. So. Okay, hier nicht, weil bei Hisu brauchen wir TP. Das ist die einzige Ausnahme. Er muss ja eilen, auch wenn er keinen Bock drauf hat. So. Dann hier haben wir keine Punkte, Hammerpunkte. So, wir machen die jetzt zu Ende und dann gehen wir hier auch auf Kappe. Auch wenn sie eh nie dabei ist, aber trotzdem. Hier sind wir schon wunderschön auf Kappe. Fehlen noch 3 blöde Punkte. Und hier haben wir auch keine Punkte. Wir hatten so viel Erfahrung und keiner hat ein Level-Up. Das ist ja grausig, Leute. Bitte, bitte keine Gegner. うるさすぎだぞ。このカミナリ野郎。なんだ？あれはクンツァイト。ダメだよ、リチア。僕のクンツァイトに勝手に近づかないでおくれ。こいつ、思念演説の時クリードと一緒にいた。 クロアセラフ、フローラ姉様の守護騎士が、なぜ守護騎士か。僕はもうそんな奴隷の立場から解放されたんだ。君がガルデニアと共にフローラを封印してくれたおかげでね。リチア、君には感謝してるんだ。で、お願いだよ、リチア。僕に君の首を刈らせてくれ。 セルレイドの分際で僕の攻撃を受け止めるなんてすごいや。ああ、いや、違う違う。小汚い肉が飛び散るのが嫌で出力を抑えていたんだっけ。出力調整解除。なんだこの力は。 警告する。リチア様を連れて離脱せよ。クロアセラフは戦闘用エース型機械人。抵抗は無意味だ。ああ、無意味と分かっていて抵抗をやめない純粋さ、素敵だよクンツァイト。その純粋さを僕との友情だけに向けてほしいんだ。 でも、分かっているよ。守護騎士は主の守護を最優先するよう設定された哀れなおもちゃ。クンツァイト、僕が解放してあげる。リチアの首を刈り取ってね。この怒り野郎。おい、 泳ぎは得意なんだよな。信じるぞ、リチア。はい、任せてください。クンツァイト、悪いがてめえの身はてめえで何とかしろよ。おやおや、恐怖で狙いが定まらないみたいだね。 翡翠、なんて無茶するんだ。 あのくらいで死ぬようなお兄ちゃんじゃないよ。みんな下流に向かおう。あのくらいの川で溺れるようなお兄ちゃんじゃないよね。絶対大丈夫さ。だってリチアと一緒だからね。うん、そうだよね。 でも、リチアってさ、泳ぎが得意そうには見えないよね。得意どころか泳ぎの達人よ。ああ、そういやそうだな。俺もシングも、翡翠もベリルも、リチアに海から引き上げてもらったんだよな。翡翠なんて二度も助けてもらってやがるしよ。今回だってきっと大丈夫さ。第一、翡翠は絶対溺れたりしないわよ。
だってシングと同じで翡翠の頭も空っぽだから嫌でも体が浮いちゃうもの。うん、そうだよね。そうそう、だから絶対大丈夫だよ。そうそうじゃねえよシング、あいつ何言われてるのか意味分かってねえだろ。Das ist eben unser Chor. Ja, Leute, was ist denn hier los? Hisui wird hier doch noch zum Helden in der Not. Okay, er hat hier die liebe nette Lydia gerettet. Ich hab's ja schon mal gesagt. Oh, der Hisui hat eine Freundin. Oh, süß. Warte, wie viel Leben hat es? 10.000! Boah, sehr grausig, Leute. So, egal. Kriegen wir auch so hin. Oder auch nicht. Eher nicht. Aber egal, wir versuchen einfach mal unser Bestes. Hier den Teddybär zu besiegen. Warte. Ah, nein, ich hatte die Chance. Da, ihr habt's gesehen, Leute. Sie hat geblinkt, Leute. Ey, das hast du aus. Ey, ich mag dich nicht mehr, Quarko. Du hast aus Prinzip. Oh, verdammt, wer will denn halt? Das ist gar nicht gut, Leute. Wir werden jetzt eiskalt sterben, Leute. Wir werden so eiskalt sterben, Leute. Was machen wir denn jetzt? Ich habe echt keine Ahnung. Wir haben niemanden, der uns heilt. Da irgendwo ist ein verrückter Mech-Typ, der uns alle zerfleischen will. Oh, oh, Leute. Die Sache, die Dinge stehen ja echt saumäßig gut für uns. So, und Beryl ist bei uns im Café. Dann weiß ich, warum wir hier nichts gebacken bekommen. So. Ich brauche hier ein bisschen Hilfe von, wie nennt quasi mal die Frau mit dem Holz vor der Hütte. So, Ich habe Angst. Nein, nicht immer so starke Gegner. Das ist so unfair, Mann. Warum ich so jemand? Ey, Kunzi, die nicht alleine sie retten können. Das hätte er doch super geschafft, Mann. Ich meine, das ist Kunzi Boy. So, und Kunzi, die kann doch alles. Besonders kann er Leute retten, komm. Da der hätte. Ah, es ist so unfair, Leute. Es ist so unfair, Mann. Hier sind so starke Gegner und wir haben niemanden, der uns heilt. Es war ja zu erwarten. Es war ja nicht zu erwarten, dass es kommen wird. Egal, Leute. Ich freue mich schon, wenn wir dann gegen diesen coolen Mecker da kämpfen können, der uns wahrscheinlich dann einfach mal mit einem mit einem Blickkontakt auslöschen wird. So, wo geht denn der? Ja, wo ist denn der Fluss? Ich sehe ja keinen Fluss. Und hier ist nirgendwo ein Speicher. Ach, Leute, nein. Fliehen. Ich kann es mir gerade nicht so leisten, gegen die zu kämpfen. Wisst ihr, was so unfair ist, Leute? Hier ist nirgendwo ein einziger, verdammter, dummer, kleiner Speicherpunkt. Das ist das, was mich am meisten ankotzt. So, okay, da geht's flussabwärts. Und da ist die Brücke kaputt. Es ist einfach grausig. So, wir aktivieren jetzt erstmal einen hochheiligen Trank. Kein Bock mehr. So, ich will so gerne kämpfen, Mann. Ich brauche die Erfahrung. Aber ich kann nicht kämpfen. Lydia, Mann. Mädel. Wo geht's denn hier bitte flussabwärts? Ich verstehe es nicht. Da ist der Fluss, okay. Ich bin flussabwärts gegangen. Ja, da ist keine verdammte Brücke. Geht's einfach mal da lang. Ganz entspannt und relaxed und hoffe, dass mich keiner der Gegner zerfleischt. So, schauen wir mal. Ach, Leute. Ja, mach die Dungeons auf. Ja, super. Blitze. Ja, hammergeil, Leute. Ach, es wird ja immer besser. So, was abwärts. Hisui, wo bist du? Mein Trank ist Ende. Nein. Ja, da geht's aber flussabwärts. Das Spiel ist schon gerade echt ein wenig gegen mich, Leute. Der Part ist in 5 Minuten vorbei. Ich kann nirgendwo speichern, weil das Spiel mich hier nicht rauslässt. Und hier in diesem verdammten Kack-Dungeon ja kein einziger Speicherpunkt ist. Die Gegner werden immer stärker und ich habe keinen Heiler. Läuft, Leute. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ach, warum hätte man nicht Beryl einfach... Beryl hätte man... Die hätte man schön runterwerfen können. Rette sie, Mädel. Rette sie. Und dann wäre das auch super gelaufen, aber nee. Quarko, warum kannst du ihn nicht heilen? Frag ich mich ganz ehrlich, Leute. Sie ist doch hier Magic Girl. Wie sollen wir an diesen Blitzen vorbeikommen? Wenn sie uns direkt treffen, werden wir gegrillt. Buchstäblich.
wenn es nur einen Umweg gäbe, den wir nehmen könnten. Und wenn wir da drüben hinunterspringen würden? Hey, ja, gleich darunter ist noch ein Weg. Damit ist es beschlossene Sache. Na schön, gehen wir. Stimmt etwas nicht, kleines Fräulein? Dieser Sprung sollte nach dem Imprint ein Kinderspiel sein. Aber der Boden ist von Regen ganz nass und rutschig. Es ist nicht sicher. Wie du willst. Ich persönlich glaube, dass es viel sicherer ist, als vom Blitz getroffen zu werden. Tja, wir sehen uns. Ja, warte! Ich springe! Alle ab! Was ist das? Ein Blitzableiter? Was zum... Er hat sich bewegt, als ich ihn berührt habe. Das ist ein Blitzableiter. Was ist das? Es ist eine Vorrichtung, die Blitze anzieht, damit sie nicht nichts anderes treffen. Vorher hat sie nicht funktioniert, aber nachdem du sie berührt hast, hat sie neu gestartet. Dann können wir also ganz beruhigt weitergehen, wenn wir alle Blitzableiter aktiviert haben. Genau. Wenn du also andere Blitzableiter siehst, solltest du sie unbedingt aktivieren. Kein Verstecken mehr vor Blitzen. Na, super. Das heißt also, wir können wieder hochgehen und die Blitzableiter und weitergehen. Super, weil wir die aktiviert haben. Das ist super. Wisst ihr, was ich noch viel superer finde? Wenn ich wüsste, wo unsere kleine, liebe, nette, unser kleine, liebe Hisui wäre. Hisui ist ja der Wichtige. Die anderen sind mir ja alle wurscht. So. Leute, am Anfang des Spiels waren wir besser aufgestellt als jetzt. Es ist schon traurig, Leute. Ganz am Anfang des Spiels waren Chor und Hisui. Und es war leichter als jetzt. Also habe ich am Anfang des Spiels gesagt, ich hoffe, wir bekommen einen gescheiten Heiler, weil Hisui nicht gescheit heilen kann. Ich habe es mir anders überlegt. Ich vermisse Hisui, er war so cool. So. Aber es ist echt grausam, Leute. Wir haben keinen einzigen mit vernünftigen Heilsartes, Leute. In Xillia hatten wir zwei Charaktere mit Heilartes, mit Leia und Elise. Und, nicht Leia und Elise. Mit Elise und Root. Die beide super Artes raushauen konnten. Und hier haben wir einen, der mal so halb. Er kann ja wirklich halt nur einen einzigen Heilsspruch. Das ist auch so traurig, Leute. Oh, ich will gar nicht drüber nachdenken. Das deprimiert mich nur. Das macht mich echt nur depressiv. So. Ja, super, jetzt gehe ich ja wieder nach oben. Bitte keine Gegner, bitte nicht. Wo muss ich denn lang? Warum ist das so schlängelinig aufgebaut? Ach Leute, ey, wenn es schlecht kommt, dann kommt echt alles schlecht. Ich müsste jetzt eigentlich aufhören, aber das macht das Spiel auch immer gern. Immer wenn ich aufhören muss, dann kommt so ein Dungeon, wo ich nicht speichern kann. Ey Leute, ein Speicherpunkt. Ich bräuchte den jetzt nicht nur wegen Speichern, ich bräuchte den mal wegen Leben. Weil ich muss ja alle meine geilen Items raushauen. Und ich denke mal, wenn der nächste Bossfight hier gegen, wie heißt er nochmal, Chlor, Phospho, die hieß irgendwie so wie, irgendwie Chlorsäure oder irgendwie so, aber er hieß halt so merkwürdig. Und zumindest dieser Mecha-Ritter, wenn der kommt, ich denke, da kann man ein oder zwei Heil-Items ganz gut gebrauchen. So. Oh, hau doch drauf, Mann! So. So, wunderbar, läuft richtig gut. Okay. Das sind jetzt bei 28 Minuten so. In 1 Minute 30 brauche ich jetzt einen Speicherpunkt. Dieser Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Vielleicht ist der Strom ausgefallen. Ey Leute, hier sind so viele Blitze. Das kann doch nicht sein. Hey, du hast doch gesehen, wie oft hier der Blitz einschlägt. Ist doch klar, dass der Aufzug kaputt geht. Ich dachte, der Blitz, der kann da irgendwie Strom reinhauen. Das wäre doch viel leichter. Ich glaube, wir sollten besser nicht aus dieser Höhe runterspringen. Bestimmt nicht. Ich weiß, was beim letzten Versuch passiert ist. Und glaubt mir, so wollt ihr nicht enden. Damit ist diese Option raus. Was sollen wir dann tun? Seht ihr den Verschlag da drüben? Die Anleitung für den Aufzug ist da drin. Oh, bitte. Oh, ein Sperrpunkt. In Ordnung. Schauen wir mal im Verschlag. Oh, ein Sperrpunkt. Oh, Leute. Es wäre so gut. Bitte. Bitte, lieber Gott. Es kann doch nicht dein Ernst sein, Mann! In diesen Hütten ist immer ein Speicherpunkt! Notfällen verwenden. Statt den Aufzug in Betrieb muss der Strom Blitzableitung wiederhergestellt werden. Das ist nicht dein Ernst.
Alter, Leute. Ja, ich will es gar nicht durchlesen. Komm, nerv mich nicht. Ich weiß, was wir tun müssen. Ja, ja, wir können jetzt erstmal Blitzableiter suchen gehen. Anstatt das... Ey, Leute, es ist so unfair, Mann. Haut doch einen ganz kleinen Speicherpunkt hier rein. Irgendeinen ganz süßen, kleinen Speicherpunkt. So, dass ich speichern kann, mich heilen kann und nicht alle meine Items raushauen muss. Nein, nein, hau mal nicht rein. Oh, Leute, sowas kotzt mich an. Wir können aus diesem verdammten Dungeon nicht raus. Weil, ja, Leute, ich habe keine Lust gerade auf das Spiel. Das Spiel deprimiert mich gerade echt. Was machen wir denn Blödes? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ich spiele jetzt erstmal offscreen hier mal für diese blöden Blitzableiter. Weil ich habe da jetzt echt keine Lust, das im Part zu machen. Ich reg mich da jetzt gerade echt auf, Leute. Schauen wir mal, irgendwie werde ich das schon hinkriegen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Wenn ich diese hässlichen Gegner besiegt habe, die mir ja eh schon hier mein ganzes Leben klauen. Keiner geht übrigens auf den stärksten Gegner, finde ich auch ganz geil. Und schauen wir einfach mal, wie es beim nächsten Part aussehen wird. Keine Ahnung, ich glaube schlicht. Weil wir keine Leben haben und keine Heilitums mehr. Ah, es ist alles furchtbar. Egal, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Koa, lass mich in Ruhe. Ich mag dich nicht.